Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Da sind wir jetzt in Sunny Meadows. Ich bin einfach sehr, sehr gerne hier und fühle mich hier auch sehr zu Hause. Es sieht nicht genauso aus wie mein Zimmer. Und deswegen freue ich mich schon auf eine neue, gediegene Runde. Was haben wir denn? Geister-Event, Entkommen seiner Jagd und Sanity unter 25 Ring. Alles klar. Schön den Brecher angemacht hier. Einmal die Glücksglocke. Kein Hiding Spot, das bringt uns natürlich relativ wenig Glück, wenn man so möchte. Ich habe gehört, man kann sich auch hier hinter verstecken, man kann sich auch hier so verstecken. Also so direkt, falls der Geist hier weit genug reinkommt, geht's wohl. Aber ideal ist halt anders. Es geht runter in den Keller, das ist natürlich sehr, sehr nett. Ich finde es tatsächlich aber hier anstrengend, Knochen zu sehen, weil guckt euch das mal an, hier sind tausend Sachen in der Bodentextur auch teilweise einfach nur. Und das ist teilweise echt sehr, sehr unangenehm, da jetzt noch eine Knochen zu suchen, wenn du Pech hast, diese kleinen Hühnerknochen noch. So, das ist ein Hiding-Spot, falls er nicht zu weit rumkommt, geht es auch. Eine Reihe, die nächste. Ich denke mal, das ist also, hier ist mal die Spritze, ich falle jedes Mal drauf rein. So. Gut, ich habe erstmal keinen Knochen jetzt gesehen auf den ersten Blick. Das Voodoo-Püppchen. Na gut. Wenn der Geist im Keller ist, haben wir hier wenigstens einen Hiding Spot. Den haben wir nicht. Ich hab. Da haben wir einen Hiding Spot. Hier. Der ist auch. Wenn man geduckt ist, ist er sicher. Wenn man steht, kann er einen sehen, wenn er daherkommt. Leute, das ist so. Also, ich muss sagen, Sunny Meadows ist unbehaglich. Die ganze Zeit über. Das finde ich richtig gut. Also, nicht, dass ich auf Schmerzen stehe oder so, aber ich finde es gut, dass die Map so ist, wie sie ist. Es ist wirklich eine richtig, richtig gute und starke Map. Warte mal, ob der Geist auch mal hier drin sein kann. Hat das schon mal jemand von euch einen Geist, der hier drin ist? Jetzt so ich Geisterart. Das ist jetzt so typisch. Der Leckerschmeckerraum. Gut, wir haben hier einen Hiding Spot, das ist schon mal ganz gut. Wenn es nicht gleich losgehen sollte, werden wir bereit. Hier gäbe es ja schon zur Qual der Wahl. Nee, jetzt nicht mehr. Das ist das Treppenhaus. Hier ist dann der Hiding Spot. Bist du hier? Ein Zeichen. Zähne. Okay. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier?
Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Tja, schwer zu sagen, wo der Geist ist, ne? Sanity, ich nehme eben Sanity-Pillen. Ich will noch nicht gejagt werden. 90 ist okay. Das mal mit. Eine Cam nehme ich mit. Jetzt muss das mal reichen. Und dann gehen wir wieder rein. Das Thermometer ist nicht ideal, das weiß ich. Aber es gibt mir zumindest einen Hint. Das Geräusch habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, das finde ich ziemlich creepy. Bist du hier? Ey, du bist hier, ne? Du bist hier. Ich forste ganz Sunny Meadows, damit er am Eingangsbereich ist. Das ist ja mal typisch. Nachteil ist, wir haben keine richtigen Hiding Spots. Man kann natürlich die Treppe runtergehen, unter der Treppe sich verstecken. Da war gerade ein Orb. Da ist der Orb, Freunde. Schreibe ins Buch. Okay, Gefriertemperaturen. Der Orb. Revenant, Yurei, Hantu oder Onryo. Revenant wäre hier ganz spannend, würde ich sagen. Die Geisterbox. Warte, kann es die Geisterbox denn noch sein? Wer wäre das denn? Da ist ein Onryo. Fingerabdrücke für ein Hantu. Geisterbuch der Revenant. EMF5 nicht mehr. Okay. Also haben wir unsere Objectives, ne? Genau. Die vier. Kein Problem. Sanity ist noch on. Ein Zeichen. Bist du hier? Bist du da? Okay, okay. Geisterbox, haben wir einen Onryo. Der Onryo hat Angst vor Feuer, wenn ich mich nicht irre. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal einen Onryo-Test. Einfach mal, um den mal zu machen, würde ich sagen. Ja, ich weiß, du hast Feuer. Ist ja auch okay. So, Taschenlampe. Sanity ist noch okay. Yeah.
Gut. Smudgy Max Smudge Smudge. Dann kann's losgehen. Geister-Event, entkommen Sie einer Jagd, Sanity unter 25, alles klar. Wird eh furchtbar nervig, hier drin alle Geisterfotos zu machen. Stelle, bevor ich jetzt hier richtig loslege. Wir können mal noch außerdem das Licht anmachen. Das hält meine Sanity davon ab zu sinken. Brauche ich mir nicht so sehr Sorgen darum machen. Außerdem kann ich mal noch eine UV-Lampe mit Salz trapst. Dann kann ich da nämlich noch Fotos machen. Ich brauche noch ein paar. Dots nehme ich aber weg hier. Den. Warum mache ich das? Einfach um mir den Weg. Selbst den Weg zu zeigen. So, habe ich vorhin gesagt, Lichter machen? Erste Kamera ist leer. Fotos sind gemacht. Zweite Kamera. So. Gut, dann mach mal Onryo. Ein Zeichen. Das war nicht von dir. Mehr ein Zeichen. Erstes Mal die Katze ausgeblasen. Bilder. Ich würde sagen, du benimmst dich gar nicht wie ein Onryo. Mehr ein Zeichen. Der schmettert hier Events um sich.
Ja gut, die Events halt, ne? Bei Jagd entkommen kann ich ja immer noch. Aber ich möchte erstmal noch ein bisschen sicher sein. Ich will diesen Onreal-Test zu Ende machen. Ich glaube fast nicht, dass es ein Onreal ist. Das muss ich halt leider sagen. Weil er die Kerzen nicht ausbläst. Die Kerzen interessieren den gefühlt gar nicht. Glück gehabt, ich nehm's ab. Ich glaub fast nicht, dass es ein Onryo ist, sag ich ganz ehrlich. Ich glaube, es ist eine Mimik. Ein Zeichen. So richtig gut wäre, wenn er meine Tür antatschen würde. Bist du hier? Hey, gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Es kann natürlich daherkommen. Ich glaube es nicht, dass das jetzt durch den Onryo-Test war. Jetzt weiß ich letztlich nicht mehr, welche jetzt welche waren. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Bist du nett? Magst du mich? Bock drauf. Interessieren ihn nicht wirklich. Von den Beweisen her stimmt's.
Aber ich glaube es trotzdem nicht. Jetzt die dritte Kerze ausgeht, dann das Kruzifix, dann handelt er. Dann ist ein Unreal. Sonst bin ich da ehrlich gesagt skeptisch. Wo ist Blas die Kerze aus? Zeig dir was. Zeig, was du hast. Geil. Okay, jetzt dann doch. Er hat jetzt genug Kerzen ausgeblasen und angefangen zu handeln. Er hat aber nicht das Kruzifix benutzt. Was ich komisch finde. Normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass er das benutzt. Aber gut. Ja, nochmal gut. Meine Sanity ist jetzt nicht so tief, das geht noch. Gut, dass ich noch eine Pille habe, dann kann ich wenigstens mich noch ein bisschen hochbringen. Nehmen wir Salz mit. Ich hole nur noch ein Bild. Onryo müsste dann doch stimmen. Der hat mich jetzt am Ende schnell die Kerzen ausgeblasen. War da nicht nah genug dran? Ich habe keine Ahnung. So, ich lasse jetzt einfach soweit in Ruhe. Gib mir ein Zeichen. Das ist nicht das Zeichen, was ich mir erhofft habe. Komm, mach mal irgendwas. Lauf nur durch Salz oder so. Komm, mach mal eben. Ein einziges Foto fehlt mir noch. Ich hab immer Angst, mir am Kopf zu kratzen, weil ich Angst hatte, sondern... Gut, dann geh ich mal. Der Onryo. Kann der ab 60%? Ich hätte lustigerweise, der kann nicht das Kruzifix fotografieren, sondern irgendeine Interaktion. Ich habe keine Ahnung welche. Warte mal. Kann der Onryo ab 60% schon handeln? Ah, der Onryo kann genau ab 60% handeln. Okay. Ich habe meine schlaue Tabelle geguckt, die ich für den Geisterguide schon gemacht habe. Ja gut, dann wird er das auch sein. Wir haben alles erledigt, wir haben den Knochen, wir haben alle Fotos. Bin ich mal gespannt. Oder hat er uns verarscht? Ist doch ein Mimik, der ein Onryo gemimt hat. Das wär's doch. Aber was ich lustig finde ist, nein, es war einer. Was ich lustig finde ist, dass doch beim Sunny Meadows hier sehr häufig die Geister echt vorne sind, ne? Es gibt so viele Räume, aber so oft sind die Geister in letzter Zeit immer in den gleichen Räumen. Was täglich finde ein... Dreimal. Finde drei Knochen. Einmal salzen noch. Alles klar. Oh, warum ist ein Mukan? Na gut.
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Bleibt gesund, bis dann und tschüss.